ist alles ein bisschen cocky. So, auf jeden Fall, diese Wand haben wir jetzt gezogen. Das heißt, das hier kann eigentlich wieder weg. Muss ja dann auch gucken, wie ich das am besten mit Wasser fülle. Ah, das ist doch alles Kacke. Also nicht das Bauen hier, sondern die Thematik, die ich vorher gesagt habe, ja. Das wird halt echt so eine Sache für sich. Naja. Muss mal gucken. Irgendwie... Ich habe halt jetzt gerade die Befürchtung, dass es auf jeden Fall wahrscheinlich noch nach hinten gehen wird. Also nach hinten gezogen wird. Einfach weil es finanziell wahrscheinlich nicht so schnell gewuppt werden kann. Aber das ist jetzt nur meine aktuelle Vermutung gerade, weil es halt einfach... ja, die Info jetzt gerade neu ist und ich gerade keine Alternative weiß dafür. Beziehungsweise ich kann das Ganze noch an eine andere Firma schicken. Die würde, glaube ich, zumindest den... die Räumung angeblich kostenlos machen, obwohl ich inzwischen... gelesen habe im Internet auf Google-Bewertungen zu dieser Firma, dass diese irgendwie nur so eine Lock-Aussage ist und man da am Ende dann trotzdem eine saftige Rechnung kriegt und es ist alles so ätzend. Es ist alles so ätzend. Und ich will halt nicht die Kündigung machen, wenn ich noch keine verbindliche, na toll, Lösung habe. Weil, ja. Ach, es ist doch alles Kacke. Tut mir leid, dass ich euch damit beschäftige oder belaste oder was auch immer. Aber so ist das nun mal in einem Let's Play, was davon lebt, dass man einfach nur rumlabert. Da kommen dann halt auch mal solche... Oh, gibt's doch nicht. Solche Sachen raus, ne? Ah. Aber ich sag's nochmal, ich hätte die Mail vielleicht erst nachher lesen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Für euch zumindest. Ich meine, die Stimmung ist allgemein schon so ein bisschen mäh. Und dann sowas, ne? Naja. Aber es wird schon irgendwie gehen. Selbst wenn sich es noch ein bisschen rauszögert, dann wird es halt so sein. Zaubern kann man ja nicht. Leider. Gut, mir würde schon sowas wie ein Teleporter oder so reichen. Naja.
Aber jetzt genug davon. Wir haben hier ein professionelles Let's Play zu führen. Ja. Mit dem wir sehr viel im Leben verändern und bewirken, ja. Das ist ja eine wichtige Sache. Es dreht durch. Und es ist Nacht. Naja. Apropos Let's Play. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber es läuft ein bisschen andere Musik wieder. Aber das sind Dinge, die fallen euch wahrscheinlich gar nicht auf. Und zwar habe ich jetzt gefunden eine Playlist auf Spotify von einem Streamer, der selber diese Musik gemacht hat und quasi zur Verfügung stellt, weil ja die ganze Copyright-Geschichte immer so ein Thema ist. Und die beinhaltet, glaube ich, aktuell 2,5 Stunden Spielzeit oder so. Und hört sich eigentlich ganz entspannt an, so, ne? Und die darf man halt verwenden in Streams und so. Und da gehe ich mal davon aus, dass man sie auch auf YouTube verwenden kann. Ohne, dass da irgendwie was passiert. Aber ihr wisst ja, selbst wenn was passiert, dann ist es höchstens, dass Werbung geschalten wird, die ich ja selber nicht einschalte. Weil es sich halt einfach auch nicht lohnen würde und ich euch damit nicht nerven will und so weiter. Und, ja. Das heißt, im schlimmsten Fall kriegt ihr vielleicht Werbung. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn der sagt, man darf das in Streams verwenden, dass man es dann auch auf YouTube verwenden kann. Nö. Einfach damit ihr da zumindest die Info habt. So, eigentlich könnten wir das wirklich so ein bisschen wie ein Pool gestalten. Und auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen Treppe machen. Weißt du, hier so vor, hier vorne so ein bisschen Treppe nach unten. So quasi, dass der Pool immer ein bisschen tiefer wird. Man kennt's. Und die, die dann rausschwimmen wollen, können dann sogar hier drunter durch und hoch und in die Welt hinaus. Zeig mir mal einen Pool, der das hat. Ne? Also das ist hier schon eine Sonderleistung. Also dementsprechend wird auch Eintritt hier verlangt. Ne? Nur damit das klar ist. So. Unsere Spitzhacke ist gleich kaputt. Können wir gleich mal die Verzauberte endlich wieder reparieren und benutzen. Die uns ja so netterweise von Chrissy gesponsert wurde vor einiger Zeit. Und die Diamanten wurden ja von Crow gesponsert. Also hier ist alles sponsert. Also eigentlich müsste ich hier die ganze Zeit schreiben Sponsored Stream, ne? Ich mache mal kurz Folgendes. Ich mache mal kurz hier, dass da kein Wasser rauskommt. Jetzt können wir ja da immer noch aufmachen. Aber jetzt in der Bauphase kann man das ja ruhig zumachen. Was haben wir denn eigentlich für Zeit? Okay, es ist jetzt 10 Uhr.
Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht die ganze Zeit ausnutzen, die ich habe bis zu Martins Stream, weil... Naja. Ne? Nehme ich dann lieber die nächsten Tage nochmal auf. Also was ich sowieso werde. Und ja. Damit ihr diese Stimmung, die ich gerade habe, nicht so mitnehmen müsst. Beziehungsweise ich habe halt jetzt im Kopf schon noch weitere Mails zu machen und pipapo und zu gucken, was man da machen kann. Deswegen wird das heute wahrscheinlich eine kürzere Aufnahmesession. Und dann gucken wir dann, morgen ist Stream. Also, wenn ihr das hier seht, ist das schon vorbei, ne? Dann ist das, gibt's morgen kein Stream. Aber wer Discord verfolgt oder Twitter verfolgt, ich muss mir angewöhnen, auch wenn ich irgendwie sonst live gehe, das irgendwie zu twittern. Oder überhaupt irgendwo bemerkbar machen. Aber ich vergesse das halt immer. Weil ich denke, ja, kriegen ja Twitch-Benachrichtigungen, irgendwie jemand wird dann vielleicht schon merken, dass ich da bin, so, weißt du? Das ist halt ein bisschen doof, ne? So, haben wir eigentlich Treppen davon? Haben wir Treppen? Ne, haben wir nicht. Dann machen wir doch welche, wo? Ich weiß nicht, warum hier immer in der Mitte konnte ich nicht anpflanzen. Keine Ahnung warum. Ganz komisch. So, das ist normaler Granit. Brauchen wir so viele Treppen? Ja, ich mache einfach mal. Das hier machen wir zu normalen, polierten. Gut ist. So. So. Es ist gar nicht so einfach, Leute. Aber ich sag mir in letzter Zeit immer wieder, wisst ihr, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Denn das Ding ist, wir haben ja aktuell eine Situation, die sowieso schon sehr speziell ist, ne, mit der ganzen Corona-Thematik. Das ist grundsätzlich schon speziell. Ne, das haben wir ja nicht seit gestern, das haben wir ja schon eine ganze Weile. Und ich denke mir in letzter Zeit halt immer so, mein Gott, was kann denn eigentlich noch Schlimmeres passieren oder so? Und im Grunde kann es das ja gefühlt gar nicht. Huch. Ich meine, wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir hier uns anders organisieren müssen und das alles ein bisschen länger dauern wird oder so, dann ist es halt so. Was willst du machen? Was willst du machen? Natürlich gehst du vorher kaputt. Ist klar. Das hätte jetzt diese drei Steinchen nicht noch reichen können, ne? Naja, es passt halt alles zusammen aktuell. Es passt halt einfach alle zusammen.
So. Werkzeug, da Werkzeug. Effizienz, Haltbarkeit, Glück. Effizienz. Behutsamkeit. Behutsamkeit war, dass die ganzen Blöcke kommen, ne? Entschuldigung, ich musste gerade meine Tasse austrinken. Glück. Das Ding ist halt, da ist Glück drauf, ne? Haltbarkeit 3, Haltbarkeit 3. Effizienz. Hier ist eigentlich sogar besser, ne? Ich glaube, wir haben auch die benutzt. Die haben wir eher benutzt, wenn wir Dias abgebaut haben. Ich brauche natürlich auch Dias. Buenos Dias. Ah, Leute, Leute, Leute. Es tut mir wirklich leid, ne, dass ich aktuell gerade so ein bisschen davon 35 haben war. Dass ich davon mich gerade so ein bisschen runterziehen lasse, aber ich denke, ihr versteht das auch. Muss euch ja nichts vorspielen oder so, weißt du? Ihr kennt die ganze Thematik. Zumindest die, die hier irgendwie schon länger dabei sind. Und werden auch verstehen, dass das nicht so prickelnd ist gerade. So, haben wir hier noch Steinplatz. Da haben wir noch Platz. Ist halt ein bisschen mehr. Aber was will man auch erwarten, ne? War hier nicht noch irgendwo Kohle drin? Irgendwas wird gerade in Discord geschrieben. Ich habe aber keinen Plan, was. Ich muss auch gestehen, ich hätte tatsächlich aktuell hätte ich tatsächlich sehr Interesse daran, mehr zu streamen. Ich weiß, ihr seid hier auf YouTube unterwegs und so und vielleicht juckt euch das gar nicht, dass ich das machen möchte. Oder dass es mir da zumindest in den Fingern juckt. Das ist natürlich einerseits auch, weil ich jetzt den neuen Rechner habe und so und der ja auch besser läuft. Und man sich da auch mehr vorstellen könnte, was man machen kann oder so. Oder halt mehr funktionieren würde. Ja. Deswegen, ich hätte tatsächlich eigentlich theoretisch echt Bock drauf, mehr zu streamen, aber da kommt halt auch dieses ganze Organisatorische, was man halt so im Kopf hat. Und das ist halt dasselbe wie jetzt ja gerade auch, ne? Wenn ich jetzt am Stream wäre und ich habe die ganze Zeit im Kopf so, jo, wie kriege ich das so organisiert und bla, ist die Stimmung natürlich nicht so prickelnd und dann macht das Stream mir nicht Spaß und auch zum Zugucken macht es nicht Spaß. Ich würde zum Beispiel gerne Medieval Dynasty weiterspielen. Aber ja.
Das würde ich halt gerne im Stream machen, und aber es ist halt trotzdem dasselbe Thema. Nee. Es ist dasselbe Thema.